Wunderschönen guten Abend. Wir wollen heute ein neues Kapitel beginnen, also das letzte Kapitel eigentlich für Systeme und Netze. Und zwar wollen wir hier eine Architektur betrachten, die eigentlich weit weg von den Architekturen ist, die wir bis jetzt gesehen haben. Also wir benutzen im Allgemeinen also so mit IBM PC kompatible Architekturen, auf denen wir programmieren, auf denen wir arbeiten. Gell? Wir haben am Anfang eine Architektur gesehen, gell, die etwas älter ist, gell, und auch elementarer. Gell, und da gesehen, es gibt so Z80 Prozessoren, gell, also das ist wieder VW Käfer im Automobilbau. Gell, also er läuft und läuft und läuft, gell, und ist weitgehend eigentlich mit einer von Neumann Architektur, gell, verwandt oder entspricht der von Neumann Architektur. Und ja, wir haben im Labor, in der Schule, eine andere Architektur. Und zwar sind das diese sogenannten BICs, das sind so Mikrocontroller, also nicht Mikroprozessorsysteme, sondern Mikrocontrollersysteme. Gell? Und ja, bei uns hier im Moodle, gell, da haben wir dann auch verlinkt das Datenblatt dieser Mikrocontroller. Gell? Und wenn wir da hineinschauen, das ist dann eben ein BIC der 16er Familie, gell? Also das BIC 16F87 und dann das X da, das ist dann der, ist der Platzhalter, hier im Datenplatz sind mehrere drinnen, unser ist der BIC 16F877 oder das A-Modell davon, gell? Also das, da haben wir so etwas Hardware dort, gell? Und ja, das ist zwar schade, gell? Also das können wir heuer, so schaut er aus, gell? Okay, also das ist so ein kleiner 1000 Füßler, gell? Und und wir hatten dort in der Schule eben so so Boards, gell, wo etwas Hardware drauf ist, gell? Also ich habe jetzt nicht genau das gleiche gefunden, aber das schaut so und so ähnlich aus, gell? Also das ist ein Board mit etwas mit einem Socket dann, um den Controller aufzustecken, gell? Um rundherum, gell, kann man etwas zum Leuchten bringen oder man kann etwas einlesen, gell? Und ja, da gibt es ganz, ganz viele Modelle, die halt mehr oder weniger komplex sind oder mehr oder weniger Hardware zum Spielen eben schon an Bord mitbringen, gell? Okay, ja, so schaut es aus dann, gell? Weil die Arbeit, gell, mit dem Controller alleine, gell, das reicht nicht, man braucht rundherum halt auch ein bisschen Elektronik, gell? Also um ihn zumindest zu versorgen oder eben Input-Output dann auch hinzubringen, gell, und so, gell, okay. Und da gibt es dann auch verschiedene Lösungen, gell. Okay, gehen wir mal schauen. Ich habe gesagt, das ist kein Mikroprozessor, sondern ein Mikrocontroller, gell. Ja, was ist denn jetzt ein Mikrocontroller, gell? Und ja, da müssen wir eigentlich so ein bisschen zurückgehen in der Geschichte, gell. Man hat ja anfanglich auch nicht von Mikroprozessoren gesprochen, sondern von Prozessoren, gell? Und erst dann, so um 1970, gell, und 1971 war er dann fertig, gell, der erste Mikroprozessor, gell? Also die Funktionalität eines Prozessors auf einem 1000 Füßler, gell, auf einem IC, auf einem integrierten Schaltkreis, gell, das haben wir dann einen Mikroprozessor genannt, gell? Und wenn wir jetzt zur Funktionalität eines Prozessors auf dem IC noch andere Bauteile, gell, mit hineinnimmt in diesen IC, gell, dann können wir dann von Mikrocontroller sprechen. Gell. Also hier in der Definition sagen sie dann, gell, wenn man also zusätzlich zum Prozessor auch noch Peripherie hat, gell, okay, also diese Definition schränkt etwas ein, gell? Also was ist eine Peripherie? Peripherie, gell, denkt man oft an Input-Output, gell? Aber da können auch Hardware-Elemente drinnen sein, gell? Das könnten, zum Beispiel haben wir jetzt ja unter DOS gesehen, gell? Also da auf PC, da gibt es so eine Timer, gell? Also so ein Timer, der uns da ständig ein Interrupt auslöst, den können wir benutzen, gell? Also, ja, und wir hätten hier im BIC, gell, einen Timer integriert zum Beispiel, gell? Aber nicht nur einen Timer, gell? Also wir haben Input-Output drinnen, wir haben zum Beispiel auch BIC-Varianten, die haben einen Arbeitsspeicher integriert, gell? Brauchen wir keinen externen Speicher, haben wir schon drinnen, gell?
Und da könnte man mehrere Sachen drinnen haben, gell? Also, wir haben die Prozessoreinheit drinnen, im Mikrocontroller auch und rundherum, gell? Also, als Beispiel mal, gell? Arbeitsspeicher, RAM, gell? Also, den Arbeitsspeicher, den man zum Arbeiten braucht, gell? Also, unser 16F877, gell? Also, da hat jemand mal gesagt, der habe 384 Byte. Okay, festhalten, nicht 384 Kilobyte oder 384 Megabyte oder 384 Gigabyte Arbeitsspeicher. Nein, 384 Byte. Ja, was macht man mit 384 Byte? Gell? Also Spiele programmieren wird man nicht können, gell? Eine Anwendung auch nicht, gell? Einen Netzwerkstapel wird man damit auch nicht betreiben können, gell? Aber mit 384 Byte Arbeitsspeicher schaffen wir es vielleicht, eine einfache Steuerungsaufgabe zu übernehmen, gell? Oder eine Datenakquisition, gell? Oder, gell? Also 384 Byte reichen aus, simple Anwendungen, gell? Auf Anwendungen, gell? Auf Hardware-Ebene dann zu implementieren, gell? Okay? 384 Byte, gell? Und jetzt ist die Frage natürlich, ja, wo ist denn dann das Programm, wenn wir auf 384 Byte sind? Oh, jetzt sind wir so weit. Das Programm liegt nicht im Arbeitsspeicher. Der BIC entspricht nicht der von Neumann-Architektur, die sagt, ja, komm, nur einer, gell? Also, gell, der von Neumann hat eben gesagt, gell, und ENIAC war so, gell, der Arbeitsspeicher beinhaltet das laufende Programm. Gell? Und das gilt beim BIC nicht. Da haben wir einen eigenen Programmspeicher. Und die 384 Byte, die haben wir wirklich Daten. Gell? Okay? Also ganze 384 Byte für Daten im Arbeitsspeicher. Gell? Und ja, was haben wir denn noch? Ich habe schon gesagt, gell, wir haben einen Programmspeicher. Gell? Also einen Festwertspeicher, den wir einmal oder auch mehrmals beschreiben können, gell? Und wir können dann darin das Programm haben, das wir laufen lassen, gell? Also das dann ist der Mikrocontroller, er hat einen Arbeitsspeicher und er hat einen Programmspeicher, gell? Ja, und dann hat er hier noch eine allgemeine Ablage, also Flashspeicher oder so, gell? Also er hat halt Speicher integriert, gell? Der nicht Arbeitsspeicher ist und nicht Programmspeicher, gell, den wir auch benutzen können, um zum Beispiel etwas aufzuschreiben. Gell? Okay? Dann, was haben wir noch drinnen? Ja, wir haben eine Interrupt-Verwaltung. Gell? Also beim PC haben wir gesagt, gibt es einen externen Baustein, gell? Also den 8259 für die Interrupt-Verwaltung. Ja, nee? Der BIC beinhaltet die Interrupt-Verwaltung. Gell? Okay? Ja, was haben wir noch? Timer haben wir schon gesagt, gell? Und wir haben so Dinge wie Input-Output. Wir haben also bestimmte Ports und hier kann man direkt Spannungen anlegen, gell? Also ganz viele, ja, die Mehrheit, die meisten Ports, die wir haben, sind digitale Ports, gell? Und die können, so wie wir das in Telekommunikation gesehen haben, da gibt es verschiedene Standards und ja, der arbeitet mit DTL-Pegel, gell? Also Low 0 Volt, High circa 5 Volt, gell? Also das da, das sind die digitalen Pegel auf den digitalen Ports. Aber soweit nicht genug, wir haben nicht nur digitale Ports, wo 0 oder 1 dargestellt wird. Nein, der BIC Mikrocontroller, das ist der 16F877, den wir haben, der beherrscht auch analoge Ports. Der kann nicht nur feststellen, ob 0 oder 1 da ist. Der kann auch feststellen, ob 3,7 Volt dran sind, gell? Und sagen, 3,7, gell? Oder er kann auch sagen, ja, irgendetwas zwischen 0 und dem Maximum. Das ist dann die Größe, die er lesen kann oder auch ausgeben kann, gell? Auf einen Port. Ja, also das sind so die wichtigen Dinge, die wir drinnen haben. Die Funktionalität eines Mikroprozessors, Arbeitsspeicher, Programmspeicher
allgemeiner Speicherung, Festwertspeicherung, etwas abzuspeichern, gell? Input, Output, analog und digital, gell? Den Timer, Interrupt-Verwaltung, gell? Und etwas, was wir hier noch eigentlich implizit hätten, aber nicht gesagt haben, wenn wir analoge Werte lesen, dann müssen wir die ja auch interpretieren können. Und das macht der Wandler. Der Wandler, der geht von analog zu digital oder von digital zu analog umwandeln. Weil wenn wir eine digitale Größe haben, ist nicht, dass wir die gleich verstehen. Gell? Wir vielleicht schon, weil wir digital denken. Aber wenn das dann unser Prozessor machen soll, dann ja, braucht man zum einen die Software, gell? Also lässt sich ja von ein paar Schüler da so ein bisschen gerettet fast, gell? Ja, und so ist das dann. Okay, gehen wir weiter. Topic. Der BIC ist dieser kleine Prozessor, gell? Eine Frage, wie viel kostet der denn, gell? Und jetzt ist etwas Interessantes, wenn wir da ein bisschen suchen gehen. Ja, da findet man alles Mögliche, gell? Also 10 Cent, weiß ich nicht, was das da 10 Cent ist, gell? Aber da sehen wir da zum Beispiel 4 Euro, 9 Euro. Ist ein kleines Board, 3 Euro etwas, gell? Okay, 3,40 €. Ja, ein paar, ja, das muss ein schöner sein, 15 Euro, gell? Das muss ganz ein schöner sein, wenn der 15 Euro kostet, gell? Auf jeden Fall, ein BIC Mikrocontroller, der hat nur 384 Byte Arbeitsspeicher, gell? Und der kostet halt nur auch ein paar Euro. Und jetzt versteht man, okay, man kann mit diesem BIC vielleicht kein Multitasking machen. Man kann mit diesem BIC dann vielleicht auch nicht irgendwo ja, ein großes Spiel programmieren. Man kann überhaupt kein Spiel programmieren, gell? Mhm. Man hat auch keine Grafikeinheit dabei vielleicht, gell? Okay. Aber man kann Steuerungsaufgaben damit machen. Man stellt sich auch mal vor, gell, ihr müsst jetzt die Schranke der Schule steuern. Gell? Kannst nicht einen PC da hinunterstellen auf die Straße, gell? Das erste Mal, wenn es regnet, wird er nass und dann geht die Schranke nicht mehr auf, gell? Also geht man irgendetwas integrieren, eine Elektronik im Gehäuse, gell? Und was braucht man? Man braucht eine finanziell konkurrenzfähige Lösung, gell? Und so etwas, gell? Das kann uns dabei eben helfen, gell? Okay, so, ja, also, da haben wir gesagt, was so ein Mikrocontroller ist. Hier gibt es alle möglichen Erklärungen noch dazu. Und dann auf eines möchte ich noch eingehen. Und zwar, unser BIC ist kein von Neumann-Rechner erlebt, sein Programm nicht in den Arbeitsspeicher. Nein, das ist eine Harvard-Architektur. Gell? Und die Harvard-Architektur hat getrennte Speicher. Hat einen Datenspeicher, im Arbeitsspeicher und dort einen Programmspeicher. Und die sind getrennt, das sind physisch getrennte verschiedene Speicher und sie haben auch logisch getrennte Adressräume. Es gibt also einen Arbeitsspeicher, der beginnt bei 0 und es gibt auch einen Programmspeicher und der beginnt auch bei 0. Das sind getrennte Adressräume, gell? Das ist wichtig, gell? Nicht einen Adressraum. Und da haben wir dann alles drinnen, gell, von Arbeitsspeicher bis zum Auslagerungsspeicher und wo, gell, okay, nein. Die Harvard-Architektur sagt, das sind klare Verhältnisse, gell. Wir haben einen Programmspeicher und wir haben einen Arbeitsspeicher, gell. Also das ist klar zu trennen, gell. Und so ist dann auch möglich, bei solchen Lösungen einen Teil zu installieren, der RAM ist, gell, also mit dem man arbeiten kann, den man verändern kann. Und der andere Teil ist Festwertspeicher. Und dieser Festwertspeicher beinhaltet dann unser Programm. Gell. Okay, das gehen wir nicht ständig verändern. Gell. Und wenn es Festwertspeicher ist, dann können wir es auch nicht softwaremäßig so einfach so mal verändern. Gell. Mhm. Okay. Ja, also. Und gehen wir einen Schritt weiter. Gell. Also. Das ist die Harvard-Architektur. Und noch eine Frage, ja, was kann denn der? Mhm. Dieser BIC-Mikrocontroller, den wir da haben, der kennt
35 Maschinenbefehle. 35 Maschinenbefehle, das klingt noch, erinnert euch, das klingt noch wenig. Unser Z80, den wir auch Anfang des Jahres mal aufgemacht haben, da haben wir gesagt, der hat 700 Maschinenbefehle. Und der Big, der hat nur 35. Also der hat nur 5%, gell? Oder ein 20stel Befehle des Z80. Und jetzt sind wir irgendwo, wo es um philosophische Fragen geht. Ja, Moment mal, warum so wenig? Und das ist so wenig, weil das ein sogenannter RISC-Prozessor ist, den wir da beinhalten. Gell? Also so ein Reduced Instruction Set Computer. Und das, diese Architektur, die hat eine ganz interessante Eigenschaft, und zwar die Befehle, die sind alle gleich strukturiert. Gell? Und sie werden immer in einem Takt, gell? Also von einem zum nächsten Befehl verstreicht nur ein Takt. Auch wenn der vorherige noch nicht ganz fertig ist. Gell? Also da müssen wir aufpassen, da haben wir eine Überlagerung. Gell? Mhm. Und das ist diese Architektur, das ist eine RISC-Architektur. Also RISC, weniger Befehle, einfachere Befehle, und die haben eine klare Struktur und dauern normalerweise eben einen Takt, beziehungsweise vom ersten bis zum zweiten verstreicht ein Takt und der Rest muss vielleicht noch weiter verarbeitet werden, gell? Mhm. Gell? Ja, und das Gegenteil davon ist dieses CISC, gell? Und CISC wäre eben, ja, man hat dann, ja, man steht da komplexer Befehlssatz, gell? Das heißt also, wie zum Beispiel beim Z80 haben wir 700 Befehle gehabt, gell, okay. Also der ist nicht geplant geworden mit der Idee, die Anzahl der Maschinenbefehle zu minimieren, gell. Okay, da hat man halt mal ein bisschen mehr gemacht, gell, okay. Okay, diese Struktur, gell, CISC-RISC, das ist ein bisschen aufgelöst worden. Und aufgelöst worden auch deshalb, weil die sogenannten CISC, diese Komplex Instruction Set Computer, die haben dann auch die Eigenschaft gewonnen, aha, dass der Befehl praktisch in Taktschritten fast erledigt wird. Gell? Ja, dann brauchen wir kein RISC. Dann schaffen wir uns eine Architektur, die genauso schnell ist, gell? Aber eben auch komplexe und viele Befehle anbietet. Gell? Mhm. Ja, so viel zu RISC und zu CISC, gell? Und das ist heute ein bisschen überholt, ist die Einteilung, gell? Okay. Mhm. Ja, und wie läuft das mit diesen, wir haben gesagt, die Befehle, gell? Einer zum nächsten Befehl ein Takt, aber der vorherige ist vielleicht noch nicht fertig, gell? Und diese Idee, dass wir in jedem Takt einen neuen Befehl hereinholen, gell? Obwohl der alte vielleicht noch nicht fertig ist, diese Idee, das nennt man das Pipelining, gell? Okay, also Pipelining. Und dieses Pipelining hat euch so schön gezeichnet, okay. Mhm. Dieses Pipelining bedeutet, dass ein Befehl Schritt für Schritt ausgeführt wird. Und wenn wir mit dem ersten Befehl weitermachen, dann können wir den hintern ja schon die Arbeit beginnen. Das ist so wie eine Fließbandarbeit mit den Maschinenbefehlen in der Ausführung. Gell? Und wenn wir da dieses Beispiel sehen, gell, da haben wir also zeitlich gesehen, gell, also zuerst haben wir eben da mal die Befehle aufwärts auf der Y-Achse, gell, und auf der X haben wir die Zeit. Und ja, wenn der Erste kommt, dann muss er das erste Mal A machen, er wird gelesen. Als zweites wird er dekodiert, also die Hardware interpretiert das, was jetzt gekommen ist, gell? Und dann geht es zum Beispiel zur Ausführung, gell? Und dann das zurückschreiben. Gell? Und jetzt kann man, wenn das die Befehle erlauben, gell? Und wenn das von der Architektur her schon so gedacht ist, dass das möglich ist, gell? Dann wird er so entwickelt, gell? Dass es funktioniert. Und zwar, wenn wir den zweiten Befehl haben, der zu uns kommt, dann muss der auch gelesen werden. Aber der wird schon gelesen, während der erste noch interpretiert wird. Gell? Und dann gehen wir da interpretieren und der dritte Befehl kommt dann und wird auch gelesen.
während der zweite interpretiert wird und der erste schon in Ausführung ist. Gell? Ja, das ist Fließbandarbeit bei der Abarbeitung der Maschinenbefehle. Gell? Und dieses Konzept, das nennt man Pipelining. Und dieses Pipelining, gell, das gibt es auch im PC. Gell? Also das geht dann zurück auf den 486, auch schon 30 Jahre alt beim PC. Gell? Und dieses Pipelining beherrscht aber auch unser kleiner Mikrocontroller, dieser BIC16F877. Geil? Mhm. Geil? Kein komplexes Pipelining, aber so ein einfaches. Und das hat es auch erlaubt zu begründen, dass man die Taktfrequenz nie so nach oben getrieben hat. Geil? Also mit unserem BIC gibt es 4 Megahertz-Variante, geil? Oder auch, ja, auch 10 oder 16 oder 20 Megahertz-Varianten, aber dann ist Schluss, nicht schneller. Geil? Mhm. Okay, ja, und von diesen BIC, wenn man da wieder suchen geht, gell, also auf der Seite ja dann auch da der Mikrochip da, gell, mhm. Dann findet man eben hier ein paar Ressourcen, gell, und eine ganz interessante Sache, gell, das ist etwas aus dem Netz, gell, und das ist diese Seite sprut.de, gell, und hier findet man alles Mögliche und Unmögliche zum BIC und unter anderem eben auch von einem aus der Familie, den unsere 16F877, gell? Mhm. Und ja, das ist also etwas, was wir jetzt die nächsten Stunden etwas ausprobieren auch, gell? Ja, gehen wir mal schauen, haben wir da alles? Mhm. Okay, ja, dann sagen wir auf Wiedersehen.